zu der großen Nummer hier? Kommt mal nach vorne. In der Ecke, da kann euch doch kein Mensch sehen. So, haben wir hier nicht wunderbare Farben? Ne? Deshalb sind wir auch als eine Nummer hier. Welche Nummer seid ihr denn? 15. Ihr seid alle drei die Nummer 15. So, dann erzählt uns doch mal, woher ihr kommt. Ja, ich bin die Gabi, wir kommen aus Kluchtin, das ist 20 Kilometer von Köln. 20 Kilometer von Köln. Und ihr wolltet nicht allein mitmachen, oder warum? Entweder kommen wir gemeinsam hier als eine Nummer auf die Bühne oder gar nicht. Oder hat man gesagt, man macht eine Nummer. Hier war ich kein Verstand. Super. Also wenn ihr einen ersten Preis macht, haben die, glaube ich, ein Problem. Aber, dann gehe ich mal weiter. Das sind die Töchter, ne? Wen haben wir hier denn in der Name? Ich bin die Isabel. Die Isabel und die? Maike. Wie alt seid ihr? Wie alt bist du? 11. Und du? 11 und 14. Hast du die beiden so ein bisschen angesteckt oder warum sind die auch so mitten im Fieber? Ich denke, es kommt von meinem Mann. Von deinem Mann? Wieso? Erzähl uns davon was. Also, mein Mann ist ein Ultramarfan, wir haben uns auch ein Auto. Hab schon mit ihm geheiratet. Und unser ganzes Haus drumherum ist alles, was neu, alles was gekommen ist. Und da ist es viel mehr. Wahnsinn, das heißt, ihr macht auch mehr Festivals oder irgendwelche Sachen rund um die 50er, 60er, ja? Wir haben unsere Autos selber und Autos? Ihr habt mehrere? Ja, zwei, drei. Zwei, drei. Ich kann mich nicht mehr erinnern, vielleicht waren es auch fünf oder sechs. Aber dann habt ihr ja ein super Hobby auch, ne? Ihr könnt euch auch mit der Dame da vorne zusammentun. Vielleicht kann man sie noch ein bisschen anstecken, dass sie doch auf Oldtimer steht, ne? Okay, ihr tanzt uns jetzt auch gleich was. Seid ihr alle bereit? Wenn die Fotografen da hinten denn mal die Damen auch ein bisschen lassen, würde ich sagen, frei zur dritten Runde. Let's go! So, wunderbar. Auch an euch ein dickes Dankeschön. Und euch darf ich auch bitten, einmal kurz noch nach unten zu gehen und ein bisschen Geduld zu haben. Und dann rufen wir die Gewinner nach oben, ja? Okay, ein bisschen Musik und ein Dankeschön für die Damen der dritten Runde. Ja, jetzt
die Herrschaften hinter mir sich etwas dazu zu sagen haben. Also ich bitte die Nummern. 1, 3, 4, 7, 8, 11, 13, 18 und 19. Bitte hier auf die Bühne. Alle verstanden? Gut. Ich zähle mal nach gerade. Die kommen natürlich, ja, ganz genau. Und nicht nur die ersten zwei Reihen, bitteschön. Ich sehe bis zum Bierzelt da hinten, Leute. Genau, ihr da oben auch. Super. So. Das müsste jetzt 9 sein. Ich gehe mal davon aus, das stimmt. Ja, jetzt steht ihr hier oben. Warum stehen die Herrschaften hier oben? Komm mal zu mir, komm. Nicht im Eckchen, Richard, komm. Ist ein Mann, der nach vorne muss. Ne? Immer. Also die Punktzahlen lagen wieder wie jedes Jahr ziemlich dicht, aber irgendwann gehen sie dann doch ein bisschen auseinander. Und bei den Damen, die wir jetzt hier stehen haben, haben wir immerhin die Plätze 12 bis 20. Und da wir dieses Jahr für jeden einen Preis haben, mussten die natürlich jetzt auch auf die Bühne. Das heißt, die haben genauso gewonnen wie die anderen auch, vielleicht ein bisschen weniger, aber trotzdem was gewonnen. Und das finde ich ganz toll. Das finde ich auch super cool. Also auch ihr nehmt natürlich was mit nach Hause von diesem Festival und dafür, dass ihr an diesem Festival teilgenommen habt. Und wer überreicht das uns? Das macht der rassige Italiener. Das habe ich mir so gedacht. Okay, bitte. Na, das ist doch was, da habt ihr heute Nachmittag noch was zum Anstoßen, ne? Was für die Partner? Noch mal eine Kappe und ein T-Shirt für die Partner. Also jeder kriegt was mit. Okay, eure Partner kriegen jetzt eine Kappe und die müssen den ganzen Tag aufsetzen. Super. Ja, klasse. Vielleicht braucht man es noch in jedem Falle für die Sonne und für den Regen, der hoffentlich heute nicht kommt. So, die Kappen kommen auch noch. Ich sehe schon. Aber immerhin, ihr habt jetzt was Schönes zum Anstoßen. Jetzt müsst ihr das nur noch irgendwie kalt kriegen. Oder ist es kalt? Es ist halbwegs, ja, kann man, also wenn man es direkt trinkt, zischt das ordentlich. So, ach, ein Hemdchen auch noch für die Partner, muss ich gleich mal gucken, wenn die so rumlaufen, dann weiß ich, wer eure Partner sind. Ne? So, vielen Dank an euch, schön, dass ihr dabei wart, kommt im nächsten Jahr auf alle Fälle wieder, freut mich und ich versuche mir jedes Gesicht zu behalten, ja? Macht's gut, habt noch einen schönen Tag und genießt es hier.